Genau wegen solcher Tage wie heute macht man diese Reisen. Es fängt mit der Fahrt auf den Berg das Nib an. Die einzige Straße, auf der auch Motorräder Maut zahlen müssen. Diese Fahrt und der Ausblick vom Gipfel auf 1476 Meter Höhe sind jeden Cent der Maut wert. Eisig ist es, das Motorrad steht in der Sonne und zeigt 1 Grad Celsius an. Im Schatten ist alles noch gefroren und es weht ein eisiger Wind, der die gefühlte Temperatur noch einmal reduziert. Irgendwann muss man sich losreißen oder besser loseisen. Weiter geht es durch eine fantastische Berglandschaft. Langsam verliere ich Höhe, bleibe aber immer noch auf rund 500 Metern. Hier geht es durch Bergwälder entlang wilder Flüsse. Nächster Halt ist Lom. In der Stadt steht eine der größten Stabkirchen Norwegens. Sie wurde vermutlich in einer ersten Form um 1150 nach Christus herum gebaut und im 17. Jahrhundert durch 2 Seitenschiffe ergänzt und ist noch heute als Kirche in Benutzung. Stabkirchen sind mit die wichtigsten Beispiele mittelalterlicher Holzbauarchitektur in Europa. Sie sind komplett aus Holz gebaut. Die Konstruktion ruht meist auf Pfählen, norwegisch Stafer, daher der Name. Die meisten der noch erhaltenen Stabkirchen in Norwegen wurden zwischen 1150 und 1350 erbaut. Im Mittelalter gab es überall in Nordwesteuropa ähnliche Kirchenbauten. Die Dekorierung der Kirchen ist eine Mischung aus christlichen und heidnischen Symbolen der Wikingerzeit.
so etwa die Drachenköpfe auf den Dachfürsten. Es folgt die nächste Passstraße. Es geht zuerst durch den Jotunheimen Nationalpark und anschließend durch den Jostedalsbreen Nationalpark auf baumlosen Höhen von über 1400 Meter auf schön geschwungenen Straßen mit immer wieder fantastischen Ausblicken, die zu einem Halt animieren. Rechts und links Seen, schneebedeckte Berge, Flüsse, grüne Wiesen und ein blauer Himmel. Präzise lassen sich mit dieser optischen Vorrichtung die Berggipfel in Sichtweite lokalisieren. Hier finden sich eine ganze Reihe über 2000 Meter hohe Gipfel. Wieder auf Meereshöhe fahre ich rund 100 Kilometer an Fjorden entlang, nutze ein paar Fähren und komme gegen Abend an meinem nächsten Ziel an, dem kleinen Ort Borgund. Hier steht eine alte Stabkirche, eine der noch 28 existierenden von ehemals weit über 1000. Das Besondere, sie wurde niemals umgebaut, ist noch so erhalten wie vor über 800 Jahren, als sie um 1180 gebaut wurde. Geschützt mit Pech und auf einem steinernen Sockel überstand sie die Zeiten. Früher war es üblich, unter dem Kirchenboden Tote zu beerdigen.
1805 hat man das auch wegen des unangenehmen Geruchs verboten. Man hielt sich aber nicht unbedingt an das Verbot, da Fehlgeburten oder früh verstorbenen, ungetauften Kindern ein Grab in geweihter Erde verweigert wurde. Also schob man sie in kleinen Kästen unter den Kirchenboden. Die meisten dieser Kirchen wurden ab 1130 gebaut. Nur in Norwegen überstanden einige wenige die lange Zeit. 1350 beendete die Pest jegliche Bautätigkeit. Der separat stehende Glockenturm entstand im 13. Jahrhundert. Es geht weiter Richtung Bergen, dem Endpunkt dieser Reise. Erwähnenswert auf dieser Fahrt sind die vielen Tunnel. Etwa 74 Kilometer, rund ein Drittel der Strecke, führen heute durch zahlreiche kürzere und längere. Der Lerdalstunnel, in dem ich gerade fahre, misst 24,5 Kilometer in der Länge und ist der längste Straßentunnel der Welt. Alle 7 Kilometer gibt es farbig erleuchtete Hallen, an denen das Halten erlaubt ist. Überholt wird darin auch, obwohl ich konstant die erlaubten 80 km pro Stunde fahre. 20 Minuten benötige ich für die Strecke durch den Tunnel. Ich bin auf dem letzten Campingplatz in Norwegen angekommen, etwa 20 Kilometer vor Bergen. Nach nunmehr 6.562 Kilometer unter teils widrigen Umständen, bei Starkregen und Eiseskälte, aber auch bei wunderschönem Wetter über Passstraßen und durch wunderbare Landschaften. Bevor ich morgen die Stadt Bergen erkunde, geht es am Abend aber erst einmal zum Wohnhaus und Edvard-Grieg-Museum in Trolthaugen. Es war 22 Jahre lang das Zuhause des norwegischen Komponisten bis zu seinem Tod 1907. Sein bekanntestes Werk dürften wohl die Peer Gynt-Suiten sein. Im Garten steht die kleine Gartenhütte. Hier komponierte er viele seiner Werke. In einer Felswand im Garten direkt am See finden sich die Urnengräber von Edvard und Nina Grieg. Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens. Das merkt man sofort am Verkehr und der Straßenführung. Wenn man aber erstmal die Innenstadt erreicht hat und einen Parkplatz gefunden, sieht man schnell, dass sie sich den Charme und Flair einer Kleinstadt erhalten hat. Am Hafen liegt ein altes Stadtviertel genannt Brüggen. Es entstand um 1343 als Handelsniederlassung der Hanse. 1702 brannte ein Großteil ab, wurde wieder aufgebaut. Ein weiterer Brand in 1955 zerstörte viele Teile. Übrig blieben 62 Gebäude, selbst deren Abriss wurde damals diskutiert.
Man entschied sich jedoch anders und stellte den Rest ab 1965 wieder her. Das Viertel ist Welterbestätte der UNESCO. Zahlreiche Handwerksläden, Galerien, ein Museum, Restaurants und Touristenshops bieten hier ihre Waren feil. Mithin prägt die hanseatische Landungsbrücke das Erscheinungsbild des Stadtzentrums und ist ein auffälliges Überbleibsel aus der Zeit, als Bergen das Handelszentrum Norwegens war. Zurück Richtung Stuttgart geht es mit der Fähre von Bergen aus über Hirtshals in Dänemark und mit einem mehrtägigen Aufenthalt in Hamburg recht zügig, vor allem über die Autobahn. Die Kurzfassung der Fahrt: Baustellen, Staus, Regen und Sonne. Kilometer mit dem Motorrad sind es geworden. 7.852 Kilometer durch wunderbare Landschaften, eintönige Wälder, bei Regen, Eiseskälte und Sonne. Auf Autobahnen und kilometerlangen Geraden oder kurvenreich über Pässe und Fjorde entlang. Fähren wurden mit der Zeit Routine und kilometerlange Tunnel auch. Bei bis zu 12 Stunden Fahrtdauer an einem Tag war Sitzfleisch gefragt. Zelten fiel nahezu aus, des Wetters wegen. Aber Hütten sind eine wunderbare Alternative. Es ist schon etwas Besonderes mit dem Motorrad. Anders als von der Umwelt isoliert in Auto oder Wohnmobil. Man ist nah dran an der Natur. Und man ist nah dran an den Menschen. Wird immer wieder angesprochen, hat Kontakt mit anderen Reisenden und Einheimischen. Das Nordkap selber, es ist nicht mehr und nicht weniger als ein geografischer Punkt, aber ein besonderer. Und Norwegen, der Schwerpunkt der Fahrt, bietet schöne Landschaften, eine gute Infrastruktur, wunderbare Museen, sympathische Menschen. Und wenn es darauf ankam, am Nordkap, den Lofoten, die Fahrten am Trollstigen und Geiranger Fjord, sowie die durch den Jostedalsbreen und den Jotunheimen Nationalpark, da stimmte auch das Wetter.